Ja, seid gegrüßt, verehrte Zuschauer. Ich habe hier jetzt leider meinen Windschutz für mein Mikrofon vergessen. Ab und zu ist es hier noch ein bisschen windig. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu sehr stören und so viel Krach machen in diesem Video. Jedenfalls habe ich ja heute Mittag eine Umfrage gemacht zum Thema meines nächsten Videos. Und das waren doch viele, wenn auch die Minderheit, die sich für das Thema interessiert haben, der gestern verkündeten Schließung der russischen Konsulate. Obwohl ich auch gleich sagen will, dass sich die andere Option, die ich vorgeschlagen habe, also eine weitere Übersetzung von Lavrov, trotzdem machen werde. Entweder heute noch oder morgen wird das auch rauskommen, die Übersetzung. Jedenfalls gab es, wie gesagt, gestern die Meldung, dass die Bundesregierung beschlossen hat, 4 russische Konsulate zu schließen, also 4 von 5 insgesamt, die es gibt. Einmal neben der Botschaft gibt es Konsulat Hamburg, Frankfurt, Bonn, München und Leipzig. Genau. Und eine, wie gesagt, von denen wird noch da bleiben, also ohne dass ich jetzt irgendein besonderes Wissen darüber habe. Ich glaube, das wird auch jetzt kaum jemand anders besitzen. Meine persönliche Vermutung und Prognose ist, dass es Bonn sein wird, das Konsulat, was übrig bleibt, weil es halt einfach auch die ehemalige Botschaft war der Sowjetunion in der Bundesrepublik Deutschland, also in Westdeutschland. Und das ist schon ein großes Gebäude, was auch dafür ausgerichtet war, also eine Botschaft zu sein. Ich denke mal, dass das auch bleiben wird. Ist, wie gesagt, meine persönliche Vermutung. Was das jetzt für die Praxis bedeuten wird, also für die Leute, die jetzt irgendwie ihre Pässe verlängern müssen, sonstige konsularische Angelegenheiten regeln, Visa etc., das kann jetzt natürlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand sagen. Ich natürlich jetzt auch nicht. Was auf jeden Fall klar ist, dass es auf jeden Fall nicht einfacher wird. Das ist schon mal ganz klar. Ja, weil es natürlich auch weniger Instanzen, weniger Leute gibt, die die entsprechenden Anträge bearbeiten werden. Wobei ich mir sicher bin, dass es trotzdem irgendwie weitergehen wird, trotzdem alles weiter möglich sein wird. Also Visa beantragen, Pässe verlängern oder neu beantragen etc. Es gibt ja auch viele Firmen und Agenturen, die sich irgendwie darum kümmern. Also ich kenne auch eine Frau zum Beispiel, also eine Bekannte von mir, die sich damit auch beschäftigt, also die eine solche Agentur hat. Und ja, wenn da irgendwie Bedarf besteht, könnt ihr mir auch gerne irgendwie eine E-Mail schreiben. Dann gucke ich mal, dass ich euch da irgendwie weitervermitteln kann, gegebenenfalls. Also der Grund, der hierfür genannt worden ist von der Bundesregierung, vom Auswärtigen Amt, ist, dass Russland zuvor das Personal der deutschen Diplomaten in Russland reduziert hat mit einer neuen Regelung und dass das jetzt irgendwie die entsprechende Antwort ist. Also auch Deutschland wird einige Konsulate schließen und auch in Russland wird nur noch die deutsche Botschaft erhalten bleiben und das Konsulat in St. Petersburg, wenn ich richtig informiert bin. Also auf dem Instagram-Account der russischen Botschaft gibt es eine offizielle Stellungnahme dazu, die ich einmal kurz vorlesen möchte. Übrigens dürft ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Der Link ist in der Beschreibung. So, ich lese mal vor. Russische Botschaft Deutschland. Erklärung des russischen Außenministeriums im Zusammenhang mit dem Beschluss der deutschen Bundesregierung, 4 Generalkonsulate der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland zu schließen. Die Forderung des Auswärtigen Amts, die russischen Generalkonsulate in Hamburg, Leipzig, München und Frankfurt am Main bis zum 31. Dezember 2023 zu schließen, betrachten wir vor dem Hintergrund des deutschen Beschlusses, die konsularische Präsenz in Russland zu reduzieren, als einen erneuten unfreundlichen Schritt hin zur weiteren Zerstörung der russisch-deutschen Beziehungen, die auf eine jahrzehntelange, vielfältige, reiche und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zurückblicken. An der Stelle sei daran erinnert, dass es die deutsche Seite war, die in der letzten Zeit unter offensichtlich vorgeschobenen Vorwänden Massenausweisungen unserer Diplomaten in die Wege leitete, Obergrenzen für einige Personalgruppen in den diplomatischen Auslandsvertretungen einführte und die Erteilung von Visa verzögerte. Dabei vergaß sie, dass die Zahl der Angehörigen ihrer Auslandsvertretungen doppelt so hoch ist. Unsere Gegenmaßnahmen waren ausschließlich reaktiv und beruhten auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Die russische Seite weist jeden Versuch Berlins kategorisch zurück, sich von der Schuld an der Eskalation freizusprechen, die die deutsche Seite kontinuierlich verschärft. Wir fordern die Bundesregierung nochmals auf, damit aufzuhören. Es ist offensichtlich, dass Berlin im Eifer seiner feindseligen Politik jegliche Orientierung verliert. Die Bundesrepublik muss einsehen, dass alle Verantwortung für den Verfall der bilateralen Beziehungen bei der deutschen Seite liegt. Niemand in Berlin sollte bezweifeln, dass diese unüberlegten und provokativen Maßnahmen unsere gebotene Reaktion herbeiführen.
Also wer von beiden jetzt hier genau recht hat, keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mich zuvor auch mit diesem Thema nicht beschäftigt. Also wer jetzt wo wie viele Diplomaten hat und wie vertreten ist, weil das für mich auch einfach nicht wirklich interessant war. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass da auf jeden Fall unsere Freundin Frau Baerbock ihre Finger mit im Spiel hat und auf diese Weise irgendwie kleine Sticheleien, kleine Nadelstiche irgendwie verüben möchte gegen Russland, weil es eben auf dem Schlachtfeld nicht so wirklich klappen will. Für mich ist das auf jeden Fall dennoch Kindergarten. Ich verstehe vor allem auch nicht, was da der praktische Nutzen davon sein soll, außer dass man auf diese Weise noch mehr die einfachen Leute verärgert, die irgendwie Verbindungen zu beiden Ländern, also sowohl zu Russland wie auch zu Deutschland irgendwie haben, egal ob es jetzt Deutsche oder Russen sind. Und dazu kommt ja auch, dass diese Kategorie von Leuten schon genug Schwierigkeiten ausgesetzt sind aufgrund der Sanktionen, was sei es jetzt Überweisung von Geld, sei es jetzt irgendwie da hinzureisen nach Russland oder von Russland nach Deutschland und so weiter. Und teilweise werden ja davon auch jene Leute betroffen sein, also die russischen Staatsbürger, die Putin gegenüber kritisch eingestellt sind. Und das zeigt für mich auf jeden Fall auch wieder einmal sehr deutlich, welche Linie sich jetzt nach und nach langsam im Westen durchzusetzen scheint. Denn während man früher noch irgendwie gesagt hat von wegen, ja, man ist nur gegen Putin, man ist nur gegen den Kreml, aber gegen die normalen Russen, gegen die hat man nichts. Und nun scheint sich immer mehr jene Linie durchzusetzen, die auch von verschiedenen Vertretern des Kiewer Regimes immer weiter vorangetrieben wird. Unter anderem auch, was Melnik, der ehemalige Botschafter, hier immer wieder propagiert hat. Und zwar die Linie von wegen, es gibt keine guten Russen. Egal was sie tun, egal was sie sagen, alle Russen sind schlecht. Alle Russen sind unsere Feinde, wie Melnik das damals auch letztes Jahr ausgedrückt hat. Aus meiner Sicht ist das ein großer Fehler, den der Westen macht. Aber naja, mir soll's nur recht sein. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.